Ah, dann machen wir unser Intro. Ole? Intro für den Vlog, ja. Bäh, bist du dumm? Wie soll ich das machen? Während Ramadan bringen wir jeden Tag einen Vlog raus. Okay. Nicht jeden Tag. Jeden zweiten Tag, jeden dritten. Das ist für Yusuf zu viel. Viermal in der Woche. Okay. Jetzt musst du so eine Einleitung dafür machen. So ein Herzlich willkommen. Ihr seht jetzt jeden dritten Tag, viermal in der Woche seht ihr einen Vlog von uns. Willkommen. Ja. Willkommen bei unserem Vlog von Emre, Burak und Yusuf. Hm? Also ihr wollt jetzt zweimal, dreimal die Woche ein Video? Viermal sogar. Viermal, oh. Wenn wir so viel filmen. Guck mal, okay, ich bin eigentlich, das ist zu anstrengend. Wenn ich was verspreche, dann will ich es eigentlich auch halten, aber wenn wir nichts filmen, dann kann ich auch nichts schneiden, versteht ihr? Dann kann ich auch nichts hochladen. Deswegen, wenn wir genug Material haben, so, was wir filmen, dann kommt jeden zweiten, dritten Tag ein Vlog. Wenn nicht, dann nicht. Viel Erfolg, viel Spaß. Mhm. Ja. An welchen Tagen soll ich immer hochladen? Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag. Sonntag. Jeder, oder? Ja. Nichts, wir zeigen einfach, wie wir diesen Monat so leben. Wir haben heute jetzt Freitag, den 1. Ja. Und morgen früh 1. Saul. Ja, für die, die nicht wissen, was Saul jetzt bedeutet, Erklärung bei Yussi. Okay, Freunde, ich erkläre euch jetzt, was Sahur ist. Sahur ist im Ramadan die letzte Mahlzeit vor Sonnenaufgang und somit vor dem Beginn des Tagesfastens. Sie findet im letzten Drittel in der Nacht statt. Der Begriff bezeichnet die Speisen und Getränke, die man in dem genannten Zeitraum, den man die Zeit des Sahar nennt, verzehrt. Ich gehe jetzt ins Gym. Nein, ich gehe auch während Fasten. Ich denke schon, bin ich letztes Jahr auch, vorletztes Jahr. Ich bin immer, wenn ich gefasst habe, zum Sport. Voll viele gehen immer nach dem Essen, aber nach dem Essen, schlimm. Ja, eine Stunde vor dem Essen. Beste, sogar anderthalb Stunden vor dem Essen. Dann kommst du nach... Dreimal die Woche. Dann kommst du nach Hause, direkt essen und hast deine Kalorien auch und dein Körper bekommt auch direkt Nahrung. Die sollen doch mal schreiben, wie die Ramadan fühlen. Ist Ramadan für die so Quälerei, Essen, Fasten, Verhungern? Soll ich was sagen? Die freuen sich alle drauf. Oder freuen die sich alle wie wir? Alle freuen also sich drauf. Wir freuen uns wirklich total. Oi. Bei uns schneit's einfach. Ich bin jetzt auf jeden Fall im Gym. Ich gehe jetzt trainieren. Ein Hoch auf uns. Ach, Scheiße. Das Schöne, doch dein Herz ist hässlich. Sehe dich online. Doch du bist beschäftigt. Beschäftigt. Du bist wunderschön. Doch dein Herz ist hässlich. Sehe dich online. Doch du bist beschäftigt. Schreib ein Lied. Kennt doch meine und Bruder Gabs Challenge, Pfandflaschen erraten, wie viel Euro das ist. Ihr könnt auch kurz schätzen. Oder nein, wir zeigen euch später alles und dann schätzt ihr auch. Okay, ey, Freunde, ihr könnt raten. Da unten das und das. Die Frau, die kommt so vorbei, die sagt so, ey, das ist ja der größte Schatz, das ist ja richtig Kohle. Wenn die das gesagt hat, dann heißt es, das ist mehr als 30. Komm, wir machen das mehr als 30 Euro. 40. Was sagst du? Sag du zuerst. Oder nein, wir sagen gleichzeitig. Gleichzeitig. Warte. 3, 2, 1. 65 Euro. 65 Euro, 75 wollte ich sagen. Und ich habe 60 gesagt. Ich sag 65, 75, Jesus sagt 60. Hä?
Digga, das passiert schon maximal. Wieso? Warum geht's denn? Die letzte Dose. Letzte Dose. Hä? Zu stark beschädigt. Yeah, du bist rein, ne? Yeah. Ich weiß nicht warum. Das hat doch normalen Pfand oder nicht? Ich weiß nicht. Da ist kein Pfand. Was hab ich gesagt? 65, 75. Ja. Yeah. Yusuf, 1 Euro mehr. Du lügst. Walla. Ey, der Gewinner kriegt, was haben wir gesagt? Nein, wir haben gar nichts gesagt. Doch. Wir haben nichts gesagt. Als die Kamera aus war, haben wir es gesagt. Liegt nicht. Guck mal, die sollen nicht denken, dass ich lüge. Ich schwöre auf alles, guck, ich rechne selbst. Yo, was ist das, yo? 13, 25, 23, 9, 25 Cent, 7 und 14, 25. Katzenzunge. Was ist das? Ich bin fertig mit dem Training. Ich bin schon wieder viel zu lang hier. Fast 2 Stunden. Also jetzt ohne Spaß? Ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er nach dem Sport gesagt hat, ey, ich bereue es oder so. Immer dieses vorher sich dahin zwingen, das ist das Anstrengende, aber nach dem Sport ist man jedes Mal glücklich. Ich kenne keinen, der nach dem Sport sagt, ey, scheiße, warum habe ich Sport gemacht und beschwert sich im Nachhinein darüber. Super Wetter, wir haben den 1. April und hiermit wünsche ich euch frohe Ostern. Ich komme nach Hause und sehe direkt meinen Schatzi, mein Baby. Mein Baby. Ja, sag mal hallo. Und, wie riecht's? Mein Baby, wo ist ein Zorro, hä? Wo ist ein Zorro? Ist was das Hähnchen? Ja. Und? Hähnchen. Hähnchen. Boah, wenn ihr das riechen könntet. Was riecht denn? Ich hab hier richtig Hunger, das riecht richtig gut. Ja. Und, wie sieht's aus? Das sieht lecker aus. Das ist so indisch eher, gell? Keine Ahnung. Oder? Aber da ist Kurkuma drin. Ja. Da ist Curry drin. Ah ja, das ist indisch. Das ist auch so fluffig, gell? Ja. Wenig Butter? Wenig Butter, genau. Genau, das ist indischer Reis. Links Karotten. Nee, dann. Erbsen. Erbsen. Und Paprika. Dein Vater hat Kurkuma geboten. Er wollte unbedingt, dass ich in Küche Kurkuma verwende. Mm. Ja, nicht mehr. Und Burak kann dann heute. Dann Rabach essen. Zucchini. Ja, kann Burak mit Joghurt dann essen. Wisst ihr, was krass ist? Also was ich finde das voll, ich find's voll krass. Jeder kennt Reis, aber jedes Land ist anders Reis. Ja. Ich bestelle Reis beim Chinesen, das ist einfach ganz anderer Reis, als wie wenn wir, als wenn du Reis machst. Ja. Warum essen wir? Haben wir noch nie indisch gegessen? Es gibt... Was essen wir? Ich muss mal von dort was holen, wir müssen mal was essen. Indisches Essen ist so lecker. Boah, was? Boah, indische Reis. Boah, sieht schon lecker aus. Da ist kein Curry. Boah, ey. Auch Curry. Weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen Anne und Baba bringen, so zu Sushi. Einmal zu Sushi, einmal zu Indisch. Soll ich was sagen? Schmeckt richtig gut. Wirklich, schmeckt richtig gut. Erster Sauertag. Was gibt's zum Essen, Yusuf? Garnelen Sour- mit Fischstäbchen. Paprika, Tomaten. Okay, und was ist das? Ich bin ehrlich. Cola Zero. Macht auf gar keinen Fall unser Soul nach. Ey, das sind keine Garnelen, das sind Pommes, gell? Das haben Yusuf und ich gemacht, erzähl. Ja, Digga, ich hab so geschnitten einfach. Wir haben 5.10 Uhr. Auf jeden Fall sind die zwei gerade auch aufgewacht. Was sind deine Ziele? Was willst du erreichen? Ich hab keine Ziele. Okay, perfekt. Das ist immer sehr gut, keine Ziele zu haben. Lässt das. Ich meine, das kannst du nicht. Ja, okay. Freunde, zeigt uns, dass ihr Bock auf Ramadan-Vlogs habt. Zeigt, dass ihr das wollt. Dann posten wir auch 3x die Tage, 4x die Tage. 4x die Tage? 4x am Tag. 4x in der Woche. 4x in der Woche posten wir auch ein Video. Es kommen regelmäßig Ramadan-Vlogs, genau. Das schneidest du auch raus, diese 4x am Tag. Ja, sag doch mal, was ich mache nie wieder was mit dir da. Ja, okay. Also schreibt in die Kommentare, wenn ihr das wollt. Schreibt wirklich, kommentiert jedes Ramadan-Vlog, liked jedes Vlog
und guckt es auch an. So, nervt mich. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Und du? Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Oi. Good morning, Zorro. Good morning, Nami. Der erste Tag. Wir haben 12.07 Uhr und einen verpassten Anruf von Mami. Für alle, die fasten, ich wünsche euch viel Spaß, viel Kraft, einen gesegneten Ramadan. Ich hole gleich ein sehr wichtiges Paket ab. Zeige ich euch dann. Schaut euch das mal an. Also es liegt einfach Schnee. Der April macht, was er will, hä? Digga, bei uns lag nicht mal im Winter so viel Schnee. Okay, ich habe mein Paket. Ich musste wegen dem Zoll nochmal 8 Euro draufzahlen, Digga. Das ist das Paket. Ich bin echt gespannt, ne? Ich öffne das jetzt gleich zu Hause. Einige von euch werden es schon wissen, die meisten wahrscheinlich noch nicht. Ich investiere ab und zu so ein bisschen Geld in Karten. Und da habe ich mir jetzt so Karten gekauft. Hab nicht wenig Geld dafür bezahlt. Sehr viel sogar. Also wirklich sehr viel Geld. Und wenn da jetzt eine Karte beschädigt ist, dann ist es scheiße. Weil wenn der Zoll die Dinge aufmacht, die Karten nimmt, rausnimmt, dann wieder reintut, ist scheiße. Dann ist die ganze Karte vielleicht beschädigt. Okay, sieht gut aus. Boom! Das sieht echt gut aus. Ja, ja. Das sieht echt gut aus. Das ist Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev. Das ist die Zukunft von UFC. Die zwei bewertet und die als normale Karte. Die Karten waren beim Zoll. Also die haben einfach random irgendein Paket genommen und haben aufgemacht und haben geguckt. Aber die haben es zum Glück nicht aufgemacht. Stell dir vor, die hätten es aufgemacht. Stell dir vor, die hätten es aufgemacht, die hätten die Karte hier rausgenommen, hätten geschaut. Hätten das vielleicht aufgemacht, hätten geschaut. Ja, die wissen es ja nicht. Und dann stell dir vor, die machen eine Karte aus Versehen kaputt. Aber zum Glück ist nichts passiert. Der kämpft nächste Woche Samstag. Was ist, wenn er nicht gewinnt? Dann ist scheiße. Warum hast du von dem Gegner keins geholt? Weil der ist nicht so beliebt. Der ist beliebt. Oi. Wir haben 15.40 Uhr und Emrah schläft noch. Emrah, ich bin Bruder, aber egal. Noch 4 Stunden bis zu Iftar. Wie geht's dir so bis jetzt? Mir geht's gut, ja. Wie geht's dir? Auch gut. Ich hab noch gar keinen Hunger. Also ich geh noch trainieren. Unser Gym hat nur bis 18 Uhr auf, deswegen muss ich. Ich wollte eigentlich vor Iftar, weißt du? Unter der Woche mach ich das so. Ja. Vor Iftar, kurz vor Iftar trainieren, aber heute bei Wochenende nur bis 18 Uhr auf, deswegen gehe ich heute um 16 Uhr. Wir müssen für Iftar was holen. Ja. Ada! Ui, wir gehen jetzt rein, Friends, Men, Can't, Chant. Wow. Ich hab grad so Lust auf Trauben. Wow. Kleine Challenge, okay? Was denkst du, wie viel das kostet? Ich sag 50. Junge, viel mehr. Meinst du gerade ernst? Ja, okay, ich sag 60. Ich sag 90. Oha, was hast du gemacht? Ja. Okay, Freunde, es waren 80 Euro. Ich hab einfach meinen Schlüssel nicht rausbekommen. Ja, Mann. Hast du das gefilmt, als ich meinen Schlüssel in den Einkaufswagen reingemacht hab? Ja. Weil ich kein Dings Geld hatte. Ja. Keine Münzen. Und danach hat der Sander nicht rausbekommen. Und dann schrieb's nicht raus, der Typ ist gekommen. Oi. Lass das an. Was ist das? Kartoffel, gell? Ja. Schnitzel und Zwiebel. Boah, ey, das sieht so geil. Hast du eigentlich schon Hunger? Nein, ich hab nur Kopfschmerzen. Aber das ist meine Schuld, weil ich wenig getrunken habe. Wieso? Weißt du was? Ha. Wir haben keine Linsen mehr. Um 20.04 Uhr dürfen wir essen, in 20 Minuten. Das war wie ein normaler Tag, also ganz normal. Ja, eigentlich ja, aber ich hab heute Morgen gar nichts getrunken. Ja. Ich hab Kopfschmerzen. Zu sauer habe ich nur Wasser getrunken. Aber ich freue mich trotzdem aufs Essen. Ja, 20.04 Uhr, wir dürfen sogar essen jetzt. Ja, Adi. Hier ist Pide, Datteln, Biber. Sauer. Hier bin ich. Okay, das ist der Hauptgang. Bei Yusuf. Ohne Zwiebeln, ganz schwach, ganz, ganz schwach ohne Zwiebeln, ja, mach mal drauf. Wohin? Nur über Fleisch. Mach bei mir auch. Ja. Warte an. Du.
voller als voll. Ich bin auch voll. Auf jeden Fall. Wie war der erste Tag für dich, Yusuf? War sehr leicht. Ja? Also, ich hätte nicht gedacht, dass der erste Tag so leicht wird. Ja? Der Yusuf ist ein Macher, wisst ihr warum? Nein. Der war den ganzen Tag extra nicht kacken. Lifehack. Es bleibt drin und es ist eklig und bleibt drin. Mhm. Und ab und zu habe ich Nami gegessen, aber das darf man ja. Nami essen darf man. Aber so. Weißt du, wie viel Uhr ist aufgestanden? Ne? Probier mal. Mango. Das schmeckt brutal. Ich bring mir Ananas, der sagt Mango. Ne, da ist auch Ananas drin. Das ist Mango. Auf jeden Fall. Schmeckt richtig geil. Oi. Wir haben 1.51 Uhr. Ich habe mir von unserem Iftar-Essen hatten wir noch Schnitzel übrig. Ich habe mir so 2 Schnitzel-Sandwiches gemacht. Das ist schon Saftschuss. Für die, die nicht wissen, was Iftar bedeutet, Erklärung bei Yussi. Iftar ist das Mahl am Abend, das während des Fastenmonats Ramadan von Muslimen nach Sonnenuntergang jeden Abend eingenommen wird. Während des Ramadan ist es Muslimen untersagt, vor dem Sonnenuntergang zu essen und zu trinken. Punkt. Also ich esse das jetzt und danach werde ich nur noch Wasser trinken. Wie läuft dein Leben so? Mein Leben. Hast du irgendwas erlebt seit der letzten Aufnahme? Was meinst du denn erlebt? Nach dem Essen habe ich auf jeden Fall, ich habe Snacks gegessen. So Chips und so Schokolade. The next day. So, fastest du nicht? Oi. Freunde, es wird Zeit, beide Toiletten sauber zu machen. Warum machen wir die Toiletten sauber? Das muss man dann irgendwann sauber machen. Dann irgendwann nicht mehr hygienisch, oder? Genau. Und wann machen wir das immer sauber? Das ist auch sehr dingelig. Hi. Ja, das ist Katzenstreu. Ja. Nami, lass mich in Ruhe. Anne, darf ich fragen, was das ist? Einfach Tuch zum Trocknen. Katzenstreu-Deo, so ein bisschen. Damit es nicht unangenehm riecht, so ein bisschen. Nami, geh mal weg. Dicke Risse. Ja. Mit dem riecht Urin nicht so unangenehm. Mit dem ersten Streu, wo wir hatten, das war wirklich unangenehm, dieser Geruch. Aber weißt du, warum wir das geholt haben? Hm? Weil es gibt Katzen, die Katzenstreu aus Versehen mal essen. Und das andere ist ja Chemie und das ist Bio. Ach so, okay. Darum. Also sogar da ist Dreck. Das ist der Deckel von dem. Also das machen wir alle 4 Wochen. Also, alle 4 Wochen? Also ich mach das alle 4 Wochen. Ja. Wer kennt das? Ich hab das früher gesuchtet. Hallo Nami. Oh mein Gott, diese. Und davon habe ich 1, 2 und da noch 1. Alle 3 Kisten voll. Guck mal, wie der aussieht. Der ist schon kaputt. Okay, ich bin jetzt Skippo. Skippo. Ja, Joker Skippo. Joker. Wie viele Karten hast du jetzt? 3, 4, 5. Jetzt musst du hier legen. Was? Karten. Aber welche? Guck mal, das Ach kannst so, du direkt das kann legen. Ich jetzt direkt. Okay, yeah. Das ist dann jetzt eine 1. Yeah. Erklär mir doch mal. 1. Freunde, ich hab gewonnen. Ich bin der Beste, ich sag's euch doch. Ich bin fertig. Ja. Spaß, Anne hat gewonnen. Anne hat gewonnen. Ja. Das war Anfängerglück. Du hast mit Glück gewonnen. Anfängerglück. Es steht 45 zu 50. Ich hab 45 Punkte, du hast 50, Anne. Mhm. Und jetzt kommt die entscheidende Runde. Ich hab nur noch eine Karte. Freunde, ich hab gewonnen. Du hast jetzt insgesamt, Yusuf, 45 plus 30. Ja, ist gut. 75 und ich hab hier nur 50. Ja, du hast gewonnen. Ah, ne. Wer ist Skippo-Meister? Tebrike deine Mode, warte. Wir haben 15 Uhr noch. Wie viele Stunden, Anne? 5 Minutes, 5 Stunden. Ja. Freunde, es ist Tag Nummer 2 und wir haben wieder schöneres Wetter. Aber kalt. Es ist kalt, aber trotzdem haben wir schöneres Wetter. Es liegt kein Schnee mehr, die Sonne ist da und es ist ja ein bisschen bewölkt, aber Sonne ist da. Yusuf und ich liegen hier ein bisschen rum. Wir haben gerade, wie viel haben wir? Wir haben noch ungefähr 4 Stunden, bis wir essen können. Wir haben gesagt, dass Yusuf und ich heute unserer Mutter helfen beim Kochen. Ne? Yusuf?
5-Sterne-Köche Yussi und Emre. 16:09 Uhr. Der Vlog ist draußen von, wenn ihr das Video jetzt seht, dann von gestern. Also der Vlog von gestern ist draußen, von Sonntag. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, gebt euch den Vlog. Weil das Video kommt am Montag schon direkt. Ich gehe jetzt ins Gym. Ja, unser Gym macht Samstag, Sonntags um 18 Uhr zu. Bodenlos. Eigentlich würde ich so 1,5 Stunden vor Iftar gehen. Beste. Direkt nach Hause kommen, essen. Das heißt, ich gehe jetzt ins Gym, bin um 18 Uhr wieder da und dann muss ich halt aushalten. Eigentlich soll ich was sagen. Eigentlich habe ich gedacht, ich werde in den Vlogs am wenigsten zu sehen sein, weil ich die ganze Zeit runter muss und die Vlogs schneiden. Aber ich bin am meisten zu sehen. Ja, ich bin fast nur zu sehen. Ihr seid gar nicht zu sehen, glaube ich. Burak am wenigsten, du danach und ich am meisten. Aber ist auch okay, weil die Leute wollen auch eher mich sehen. Tisch werden wir heute nicht brauchen. Let's go. Ich sage euch ehrlich, ja, es ist anstrengender. Die Kraft war noch da, aber die wird auch mit der Zeit weniger in diesem Monat, weil ich auch abnehmen werde. Das ist bei mir immer so. Ich habe mir genug Pausen gelassen zwischen den Sätzen. Wichtig, lasst euch genug Pausen immer zwischen den Sätzen. Und ich habe jetzt übertrieben Durst. Das ist das Einzige. Mein Mund, Hals, alles so trocken. Ich habe Durst, aber es ist aushaltbar, man hält es aus. Ist viel Kopfsache auch. Sonst geht es mir wirklich gut. 2 Stunden bis Iftar. Ich fahre jetzt nach Hause, bereite das Essen vor mit meiner Mutter und Yusuf zusammen und dann hauen wir rein. Okay, so sieht es jetzt aus. Meine Mutter hat schon angefangen ohne uns. Was soll ich hier machen aber? Böyle. Kein Problem. Aber jetzt noch mehr Bäschchen bitte, okay? Okay, ich mach Pide. Eigelb und Joghurt kommt hier drauf. Guck mal, ob das genug oder zu viel ist. Verteilen, alles durch 6 teilen. Boah, hab ich schön gemacht, oder? So, und jetzt Fingertechnik. So, jetzt nehmt ihr alle eure Finger. Zeig mal nochmal. So einfach. Einfach reindrücken. Und das überall, guck mal, sieht gut aus, oder? Wie das? Wie eine Waffel. Die Waffel gewährt mal, ich denke mich wieder. Bitte. Sesam und Schwarzkümmel kommt jetzt drauf. So, die kommen jetzt in den Ofen. Wie lange? Bis Minuten, ne? Wie viel rot werden? Ich glaube, so ungefähr 20 Minuten. 10 Jahre, bitte. Meine Mutter macht die Suppe und ich mache so lange den Salat. Emre, saat 7'ye geliyor, pilav yok, daha çorba yapıyor. Und pideler pişecek, pide pişince bir de et girecek. Schaffen wir. Gibt es bei Salat eine Reihenfolge? Nein, gell? Aber ich mache Tomaten immer zum Schluss. Warum? Üstünde olunca eziliyor. Nein, altta olunca eziliyor, suyu çıkıyor. Was ist der schwerste Job, die schwerste Arbeit, während man fastet? Ich denke mal, die draußen arbeiten im Sommer. Baustelle und so? Baustelle, ja. Ja, ich glaube auch. Mein Vater sagt ja auch immer, die Arbeit drinnen ist bei denen auch wegen auf Maschinen 40 Grad. Ja, also ich wollte auch, ich glaube dort, wo es warm Bäcker, ist. Bäcker, so Ofen, Bäcker. Ja, wo es sehr warm ist. Hast du mal geschummelt, wo du klein warst? Als Kind? Ja. Bestimmt. Weißt du noch? Weil ich hab viel geschummelt, wie ich klein war. Ja, als Kind. So erste Klasse. Manchmal nur halbe Tag und so. Das ist nicht schlimm, das weiß ich ja. Meine Eltern mussten ja. Doch, die mussten, aber die haben mir nie was gesagt. Als Kind wolltest du immer, aber das war so schwer, du hast dann einfach so... Ja, guck mal, das vergesse ich nie. Wir hatten noch Nudeln. Ich hab nur ein Nudel, Emre. Nur ein Stück hab ich genommen, gegessen. Das war's. Denkst du, ich bin davon satt geworden? Du bist ein Kind, du nimmst nur ein Stück. Willst du mal gucken, wie es aussieht? Wie? Oh, gut, oder? Ja.
Der Yusuf hat mich auf jeden Fall im Stich gelassen. Wir wollten eigentlich hier zusammenhelfen, aber... Nein, der zockt Fortnite. Anne, hättest du gerne eine Tochter, die dir jeden Tag so hilft? Mann, denkst du, wenn hätte ich eine Tochter, sie würde mir helfen? Mehr als wir, oder? Ja, ich weiß es nicht. Nein, ich glaube nicht. Also, du weißt, Burak wäre eigentlich ein Mädchen, gell? Laut Ärzte. Burak wäre eigentlich ein Mädchen geworden. Ich war bei 3 Ärzten. Und 3 Ärzte haben gesagt Mädchen? Ja. Er hat dann auch gesagt, das ist safe, ein Mädchen. Und dann musste ich mal ins Krankenhaus nachts. Und da haben die auch geguckt, oh, das ist ja ein Mädchen. Aber warte mal, die gucken ja nach einer Sache, ja, ob es Junge oder Mädchen ist. Ja, dann Burak hat es halt nicht gezeigt. Der hat es nicht gezeigt? Ja, im Krankenhaus, der hat so mit 3D geguckt und der hat gemacht, safe Mädchen. Frau Bürger gesagt, es ist ein Mädchen. Hast du dich gefreut? Nein, so, es war egal, das war gesund. Aber ich freue mich, dass ich nichts Pinkes gekauft habe. Er weiß, was halt beide anziehen können. Oi. Den habe ich gemacht, Yusuf. Guck mal, Pide. Test mal diese Pide. Freunde, das war's mit dem Vlog. Das waren unsere ersten 2 Tage. Ihr habt ein bisschen was gesehen. Ich esse wieder Mango, getrocknete Mangos. Lasst gerne einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Nami fasst übrigens mit. Wie fandst du den Vlog? Wie waren die ersten 2 Tage für dich? Doch wir sind die Besten, nur zu dritt. Jeder schaut die Videos, weil wir zu dritt lustig sind. Also alle Daumen hoch und abonnieren. Und nicht vergessen, alle die Glocke aktivieren. Das ist meine Wifi, sagt mein Leben sei zu exzessiv. Gibt einen Jahreslohn aus in einer Nobelboutique.